wir hier sind und wer der Mann hinter den Beuten ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Heute mal an seinem anderen Stand. Wir werden die Honigräume draufsetzen. Es ist kurz vor der Obstblüte, maximal noch eine Woche, vielleicht anderthalb, aber dann geht's auch los. Es ist wenig Zeit, deswegen Systemimkerei, Honigräume drauf, schadet uns auch nicht. Die Völker sind stark genug, um mit dem Wärmehaushalt locker klarzukommen. Ja, und ihr seid wieder dabei. So, hier seht ihr den Carsten bei der Arbeit. Hier ist der Carsten, guten Tag. Ja, und wir schauen hier einmal rein. Guck mal, wie kompakt das Völkchen hier sitzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wabengassen besetzt. Futter ist noch genügend da. Das machen wir mal eben so. Ich möchte jetzt eigentlich auch nur einen Baurahmen reinsetzen und Absperrgitter auflegen. Von entfernterer Stelle. Die Wabe raus. Ich danke dir. Sehr gerne. Sowieso leer. Heute bei super Wetter. Genau. Deswegen wollen wir auch gar nicht großartig stören. Baurahmen rein. Okay, jetzt nehmen wir die Folie ab, Mädels. Runter mit euch. So, dann kommt das Absperrgitter drauf. Das war das. Und der hol ich. Auch hier wieder altbewandte Technik. Drei ausgebaute Waben des Vorjahres oben in den Honigraum, zieht die Bienen nach oben. Warum so einige Fragen? Es ist doch noch so früh. Ja, ist richtig, aber ich habe nächste Woche nicht viel Zeit. Und so können die Mädels sich schon mal anschauen, was über ihren Köpfen ist und haben den Raum halt oben drauf. Und gut ist. So brauchst du jetzt wenigstens die nächsten drei Wochen gar nicht mehr stören. Jetzt geht's an die Altvölker. Verdeckelte Futterflächen. Das wurde es nicht gerade sehr stark. Oh, ist aber noch gut Futter drin. Ach, oh ja. Das ist noch prima mit Futter versorgt. Mädels. Mädels.
Dafür wurde der Smoker erfunden. Ach so, dafür. Ja. Ah, lässt sich doch wunderbar mit ihm kann. Hier ist noch ein bisschen Futter drauf. Ab nach Hause. Ah, perfekt. Ich danke Ihnen, junger Mann. Sehr gerne. Schön zusammenschieben, damit es keine dick und dünn Waben gibt. Ja, vor allen Dingen, dass mir auch immer ein bisschen Zwischenraum bleibt, um die hinterher auseinanderzuhebeln. Sonst sind die hinterher so fest verkittet, dann geht nichts mehr. Und dann bei Wind ist auch ganz toll. Ungezeichnete Königin aus 2014. Das ist schon ziemlich fett. Oh ja. Ja, lass dir einen Stachel drin. Geh runter. 7 von 10, 9. Ich weiß gar nicht, wie viel passen. 10. Ja, dann sind es 7 von 10. Ja, lass uns mal ankippen. Ruhe da. Oh ja, sieht gut aus. Hier ist verdeckt gut zu sehen in der Wabengasse. Ja, sieht doch toll aus. Machen wir wieder zu. Komm, seht uns. Das schöne Wetter macht angriffslustig. Ja. Wobei schönes Wetter in Klammern nochmal. Ich hätte da auch keinen Bock, wenn man mir die Bude über den Kopf aufreißt. Nicht wirklich, ne? Ich hätte gleich schon keinen Bock. Also ich denke mal, Handschuhe stehen dieses Jahr auf jeden Fall auf meiner Einkaufsliste. Ja, muss sein. Auch wenn ich strikter Widersacher der Handschuhe war, weil es viel zu grob ist. Aber Sicherheit geht vor, vor allen Dingen bei mir als Allergiker. Ja. Bauwarm rein. Auch mal, weil ich keine ausgebauten habe. Honigbaum raus. Und eine Futterwabe. Beliebtes Angriffsziel, meine Kamera. Achso, dann erkenne ich auch, dass du keine Honigwabe machst. Genau, jetzt müsst ihr nochmal. Ich komme nämlich jetzt in die Mitte. Okay. Hier möchte ich rein. Hau ab, geh nach Hause. Kommt sie nicht durch. Eine ausgebaute Wabe. Pandikel.
sofort anfangen zu stiften. Ja, Mädels, wir machen ja jetzt gleich wieder zu. Also das ist jetzt mal ein Völkchen, was nicht so nett ist. Ja, ehrlich mal. Zack, zack, drauf. Vegetar drauf, Honig drauf, fertig, zu. Nein, wir sind ja tierlieb. Ich glaube, in der Berufsimkerei sähe das schon ganz anders aus. Ja. Ist gestochen worden? Nö. Fühlte sich nur so an. Besuch. Futterwaben kann ich gebrauchen. Ja, komm ab nach Hause. Ja, das war's. Das war's, liebe Freunde.